So, will irgendwer von euch mithelfen? Ach ja, danke. Natürlich nicht. So, Fabian muss aber. Wir sind nämlich heute hier mit Fabian. Von Was mit Fabian? Für Was mit Fabian und Fabian bauen wir heute eine fabelhafte Rückwand für sein Studio. Und dafür gibt es hier schon ganz viel vorbereitete Teile. Da tackern wir den schönen Stoff vor und dann kann man die aufhängen. Wir müssen das eigentlich nur noch zusammenbauen. Stimmt, Ikea-Regal trifft es uns gut. Einfach anfangen, wa? Kannst du mal die Kappsäge anschließen da. Wo ist denn hier eine Steckdose? Da, um die Ecke und da ist eine Kabeltrommel und so. Du kannst das hier abschneiden. Da nicht, sondern da. Das kriege ich hin. Ach so, die ist ein bisschen hakelig. Erklären, wie sie geht. Also erstmal das musst du richtig ranschieben hier. Und dann drückst du den Knopf, das war schon richtig, aber die ist ein bisschen bitchy. Du musst ein bisschen aufpassen. Mit ein bisschen Kraft nach vorne, hinten. Rödeln. Rödeln, richtig wegturnen. Ziehen, ja. Drücken, quetschen. Und nach oben, unten. Energisch. Aggressiv. Ja. Anschreien, gilt das auch? Ja, komm, hier, kann ich einfach so. Ja, du musst halt auch drunter drücken, okay. Ne? Ah, okay. Der ist jetzt ein bisschen länger als die anderen beiden, ne? Ja, soll er auch. 2,20 ist der. Du kennst dein Studio echt überhaupt nicht, Alter. Hast du einen richtigen Bitter drauf? Ich glaube nicht. Ich nehme einfach das, was mir gegeben wurde. Nee, das ist Kreuz. Lass mal. Passt nicht. Ich wusste gar nicht, dass es was anderes gibt als Kreuz und Schlitz. Wirklich nicht? Nee. Geiler Typ, Alter. Ja, funktioniert er. Geil. Und nochmal einen zweiten rein. Echt, eins der ersten Mal in meinem Leben, dass ich eine Schraube schraube. Aber... Willst du mich verarschen? Ja. Sei mir ehrlich. Na, ich habe mal ein Loch gebohrt bei mir in der Wohnung. Das hat Spaß gemacht. Was? Ist ja wie Lochbohren, bloß mit einer Schraube drin. Du hast noch. Hä, aber das muss man doch. Das macht man, wenn man 4 ist. Ich habe einen Vater, der sehr gerne baut. Und einen Opa, der noch viel lieber baut. Ja, und? Ich muss immer daneben stehen, so wie jetzt. Nee. Doch. Nee, aber da musst du ja sagen: Papa, gib mir das Ding, ich mach das. So geht das. So geht Kindheit. Das ist der Griff, da drückst du nach vorne. Mhm. Dann hältst du hier fest, nicht da festhalten. Das dreht sich. Nach oben schieben. Na, oben. Nach unten drücken und nach oben schieben. Das ist eine seltsame Anweisung. Nach unten drücken und nach oben schieben. Ah. Okay. Wow. Ja, geil. Das reicht doch schon. Fühlst du dich jetzt wie ein echter Mann? Ja, ich fühle mich wie ein echter Mann. Gut. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin irgendwie. Ich verpasse so ein bisschen was. Du hast auf jeden Fall in deiner Kindheit das Schrauben verpasst. Christoph Lang. Willst du? Oh ja. Einfach nur durchziehen. Nimm mal den anderen da. Das ist der falsche, ja. Während du das da festmachst, können wir hier schon mal ein paar beziehen. So? Ja. Ha! Eigentlich kann Fabian auch mal was machen hier. So, Fabian, du bist auf dich allein gestellt. Das ist okay. Der Kollege hat hier immer die Hände in der Hosentasche, ne? Ja, die sind gerade ein bisschen kalt geworden. Warten ist nicht unbedingt meine Stärke. Au! Au! Guck mal, alles säglich aus, ne? Soll ich das nächste Mal versuchen? Hier noch ein bisschen, so. Hier noch ein bisschen. Weißt du, wie man am besten lernt? Selber machen. Ja, ja. Richtig. Kommst du klar? Ja, ich hatte ein bisschen Angst, mir weh zu tun hier. Da habe ich ein bisschen improvisiert. Einfach so. Okay. Mit mal hinten, unten. Ah, okay, ich habe drauf gedrückt. Also, da musst du auch. Ah, okay. Hast du einen schon fertig? Ja, ich muss noch eine Schraube machen hier. Ha. Saubere Arbeit, Alter. Brauch mal deine Hilfe, kann Fabian. Ich dir helfen, ja. Rein, das dreh mal rein hier den Eumel. Schraube da. Hier hinten, da wo mein Daumen ist. Genau da? Ja, nee. So? Nee, weiter vor, ja, so irgendwie so. Geht schon. Du musst die Schraube festhalten einfach. Ja. Du fixierst sie mit der Hand. So, jetzt hältst du die, das hältst du so. Und jetzt gibst du einfach hinten Gas. Du musst gar nicht so doll drücken, einfach easy, genau. Okay. So. Ja, ich schraube jetzt einfach weiter, ne? Bisschen schief, aber ich meine, ist sie auch so. Wenn du dir jetzt eine Kulisse kaufen willst, ne? Also wenn du dir eine kaufen könntest, hättest du dir eine gekauft. So, jetzt, da du es nicht kannst und das ehrlich zugibst, darf man das dann auch zeigen. Nee, ich will das auch nicht. Ich will das self-made lassen. Self-made von jemand anders, ne? Ja, genau. Na, ich habe hier schon ein bisschen geschmürgelt und so, das wollen wir nicht vergessen. Jetzt Stoff, einfach durchdrücken. So, sehr gut. Ich lerne noch richtig was. So, jetzt kann ich, glaube ich, nicht mehr weg. Ja. Bist du ein bisschen zufrieden mit deiner Ausbeute? Nicht nur ein bisschen, ich bin sehr zufrieden. Hat mir Freude gemacht mit dir. Mir auch. Ich bin sehr gespannt, wie es... Ich habe das alleine nie hingekriegt. So. Das ist ja eigentlich nur ein bisschen ranschrauben. Aber ich bin sehr gespannt, wie es bei euch aussehen wird. Ich
Ich wollte so machen. Ich dachte, 1, 2, 3. Aber du kannst auch küssen, wenn du möchtest. Ich war mir nicht ganz sicher. Das wäre so geil, wenn du so reingekommen wärst. Kennst du das, wenn man... War mir eine Ehre, für dich zu arbeiten. Eigentlich müsste es andersrum sein. Nee, es ist schon richtig so. Hallo, herzlich willkommen bei Was ist Fabienne? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem spritzig, spaßigen Lachvergnügen. Scheiße. Fertig.